Johanna hatte Orléans befreit und die Engländer in die Flucht geschlagen. Doch auf ihrem Rückzug wurden sie zu einem Hindernis für Karl, den Dauphin. Er benötigte freie Bahn von Chinon nach Reims, wo er zum König gekrönt werden sollte. Nahe der Stadt Pathé wollten sich die Engländer neu formieren. Doch Johanna und ihre Armee waren ihnen dicht auf den Fersen. Die Schlacht von Pathé, 1429. Nachdem Johanna von Orléans sie gnadenlos aus dem Tor vertrieben hatte, flohen die Überreste der englischen Streitkräfte nach Norden. Bei Pathé würde die französische Armee ihnen den Weg abschneiden können. Ich trinke Kaffee, weil mir eiskalt ist. Blöder Schüttelfrost, ey. Oh, Stamagnana. Ein wenig schütteliger Frost ist nie schön. Die Engländer flohen aus dem Loiretal. Als sie sich nordwärts zurückzogen, ist ihnen die französische Vorhut dicht gefolgt. Sehr schön. Die Franzosen wurden von der englischen Nachhut überrumpelt und unvorbereitet angegriffen. Hey. Inkontinentia! Eine Abteilung englischer Bogenschützen blockierte die Straße mit Pfählen. Eine wirksame Maßnahme gegen die Kavallerie. Die französische Vorhut würde die Straße räumen müssen, wenn sie Verstärkung anfordern wollte. Sie kommt was von Reiz. Inkontinent. Nachdem die Straße geräumt war, konnte Verstärkung von nahen Verbündeten sicher zur französischen Armee stoßen. Die französische Armee bezahlte ihren Verbündeten und erhielt dafür Truppen zur Verstärkung. Gerade mal in der Fee zurückschreiben. Hat er sich Sorgen wohl gemacht, wie es mir geht. Die französische Armee erkannte eine Gelegenheit, ihre Reihen aufzustocken und erhielt von einem Verbündeten gegen Bezahlung zusätzliche Kämpfer. Je suis votre serveur.
Als der Schlachtruf der Engländer aus dem Dorf St. Sigmund herüberschallte, wurden die Franzosen der Position des Feindes gewahr. Aber das kriegen wir schon hin. Hey. So schlimm ist es ja auch nicht. Ja. Die Franzosen eroberten St. Sigmund zurück und bereiteten sich auf ein Treffen mit Johanna von Orléans vor. Huch! Ein großer englischer Trupp hatte jedoch den Weg blockiert. Solange der Trupp den Weg versperrte, konnte die französische Vorhut Johanna nicht erreichen. Nachdem die französische Armee einem Verbündeten Gold geschickt hatte, trafen bald frische Truppen ein. So. Tada! Attendez, 87 Leute haben wir. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Incontinentia! Komm, ihr Feigen! Oh, oh. Pour votre service. Um wurden Jarsch. Nachdem die englische Blockade vernichtet war, bejubelte die französische Vorhut die Ankunft von Johanna von Orléans und ihrer Truppen. Nachdem ihre Nachhut bezwungen worden war, versuchten die verbliebenen englischen Streitkräfte nun, über die Stadt Patay aus dem Tal zu entkommen. Drei feindliche Regimenter näherten sich auf drei verschiedenen Hauptstraßen der Stadt. Welcher Stadt? Johanna musste den Regimentern entweder direkt auf den Straßen Einhalt gebieten oder schnell genug für die Befestigung von Patay sorgen. So. Auch das, mein Kind. Was auch immer du da sagst, es klingt nicht gut. Glaube ich. Oh mein Gott, ein Schluck Kaffee. So kalt. Riesenstreitkräfte, Hilfe! Bien ordonné, perfect à la fin.
Ist das eigentlich auch? Kann ich das? Ja, kann ich nicht. Compagnon? Pex, je fais vos commandements. Allons de ce sens plus attendre. Si fait que sera. So, mal leckeren Kaffee. Bevölkerung hier, ey. Formation! Das ist keine Formation, Mann! Naja. Preis von einem. Acht königliche Reiter, 10 Reiter. Wir haben uns für die 10 Reiter entschieden. Ne? Oh, unser Heer geht hier durch die Wälder. Okay.
Je fais vos commandements. J'ai besoin. Geschafft. Nach einer wilden Verfolgung und einem erbitterten Kampf vernichteten die Franzosen die verbliebenen Engländer und beendeten deren verzweifelten Rückzug. Nun konnte die siegreiche Johanna von Orléans Karl sicher zu seiner Krönung zum König von Frankreich nach Reims geleiten. Sehr schön. Ein Sieg für uns. Und eine Niederlage für England. Johanna von Orléans und ihre Armee waren siegreich. Der Rückzug der Engländer wurde vereitelt. Und nun stand Karl der Weg zu seiner Krönung im Reims offen.